Die Körper- oder Fixpunktsicherung. Sicherst du beim Klettern in einer Mehrseillänge im Hängestand? Nun mit Körper- oder mit einer Fixpunktsicherung? Das ist hier die Frage. Meine Abklärungen haben nun Folgendes ergeben. Das Wichtigste habe ich hier für euch zusammengefasst. Anlass zu dieser Abklärung war ein Film von mir. Ich bin fertig und hänge an die Körpersicherung mit meinem Tuber ein. Ob man hier nun Körpersicherung oder Fixpunktsicherung macht, ist die Frage, die ich mir selber stelle und noch klären muss. Hier nun zu der Lösung. Kurz gesagt, die Basismethode ist immer die Fixpunktsicherung. Entscheidende Punkte dafür sind: Du bist nicht Teil der Sicherungskette. Du hast die Bremskontrolle besser im Griff. Das Argument, das man oft hört, ist: Körpersicherung ist weicher. Das ist für einen Hängestand veraltet. Die Fangstoßkraft mit einer Körpersicherung am Boden ist 4,4 kN. Die Fangstoßkraft mit einer Körpersicherung im Hängestand ist 5,7 kN. Die Fangstoßkraft mit Fixpunktsicherung im Hängestand ist 5,8 kN. Also das hat mich überzeugt. Und hier noch ein Punkt, der dich zum Wechsel auf Fixpunktsicherung animiert. Bei zweifelhaften Sicherungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Cams oder Eisschrauben in schlechtem Eis, steigt beim Versagen einer solchen Sicherung die Sturzenergie hoch an. Und deshalb sollte hier auch immer die Fixpunktsicherung anstelle der Körpersicherung angewendet werden. Ein letzter zu erwähnender Punkt sind die Autotuber. Diese sollten mit einer Fixpunktsicherung nur im Dynamic-Modus verwendet werden. Autotuber kann ich jedoch jedem empfehlen, denn sie bringen bei der Körpersicherung am Boden nur Vorteile. Adrenalin pur, du!